Ich sag mal, Selbstliebe klingt ja erstmal, finde ich, ganz toll, wie so ein rosarotes Konzept, aber Fakt ist, für mich ist das ein Weg, der sehr viele Fragen aufwirft. Also auch viel, also wenn ich mich wirklich anfange, ernst zu nehmen, dann wirft das ja Fragen auf die wir erstmal ganz oft keine Antwort haben. Ja, was bedeutet es dann, mich selbst zu lieben, wenn ich jeden Tag zu einer Arbeit gehe, in der ich meine Werte verraten muss oder in der ich zumindest viel länger arbeiten muss, als ich eigentlich will? Was bedeutet es denn, mich selbst zu lieben, wenn ich in meiner Beziehung an bestimmten Stellen mich gar nicht mehr gesehen fühle? Also so der Impuls des Individuums zu sagen, dann stecke ich lieber den Kopf in Sand oder ich will irgendeine Pille haben. Ich kann das total gut verstehen. Ja, so im Strom bleiben, ne? In diesem Strom, wie es alle machen. Ne? Irgendwie, man möchte vielleicht auch nicht gerne haben, dass etwas nicht stimmt. Ne? Dieses Gefühl, hoppla, was ist jetzt hier los mit mir? Ne? Und der Witz ist, also wenn wir alle mehr darüber reden würden, dann merken wir ja ziemlich schnell, also es gibt ja kaum noch jemanden, bei dem alles stimmt. Ja, warum auch? Ne? Ja. Wir sind Menschen. Ne? Ja. Wir sind Menschen. Und dieser Anspruch, dieser perfektionistische Anspruch, der ist einfach unsinnig letztlich. Ne? Ja. Nicht zielführend, verbindet uns nicht mit uns selbst. Aber wenn du sagst, du hast schon in der Pubertät angefangen, so durch dieses Auswechseln von Freundinnen, Arbeitsplätzen oder was auch immer, ne? Im Außen so erstmal Änderungen vorzunehmen und dann irgendwann hast du gemerkt, Moment, da bleibt noch einer übrig, das bin ich selbst am Ende. Ne? Wie hast du es geschafft, mit welcher Unterstützung, welcher Hilfe, da näher dran zu kommen, was du selbst wirklich bist, die Selbstliebe in dir zu finden? Also ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, ein ziemlicher Slow Learner. Also das heißt, ich bin ein ziemlicher Dickkopf. Ich brauche oft eine fette Kelle und ich habe wirklich viel Glück gehabt. Also erstens habe ich wirklich sehr tolle Lehrer gehabt, die sehr, also mich wirklich sehr hartnäckig und sehr liebevoll auf bestimmte Blindspots in mir hingewiesen haben. Ich habe das große, große Glück, eine Frau an meiner Seite zu haben, die immer dann, wenn ich in meinem Manko an Selbstliebe anfange, es an ihr festmachen zu wollen, einfach sagt, no way, das läuft nicht. Und letzten Endes war es ein Punkt, also für mich tatsächlich in meiner spirituellen Praxis, wo ich gemerkt habe, wenn ich einfach nur sitze auf meinem Meditationskissen und nichts tue, nehme ich einen irre tobenden Kampf in mir wahr. Und ich kriege diesen Kampf nicht darüber gelöst, dass ich noch mehr im Außen und noch mehr im Außen mache, sondern ich muss in mir schauen, wo kommt der Kampf eigentlich her. Mhm. Also es war nicht freiwillig. Es war nicht freiwillig, sondern ich habe einfach gemerkt, wenn ich weiter kämpfe, dann erschaffe ich immer wieder Unfrieden im Außen. Ja, was du gesagt hast, so der tobende Kampf auf dem Meditationskissen, ne? Den kennt fast jeder, der es vielleicht irgendwann mal probiert hat. Was du auch in deinen Büchern schreibst, ist, man muss nicht unbedingt auf dem Meditationskissen sitzen, bis einem die Beine einschlafen und man irgendwie sich völlig verspannt hat, sondern wir können meditieren, bedeutet eigentlich zu uns kommen, ne? Egal auf welche Weise. Ja. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ein guter Spaziergang, einfach die Ehrlichkeit. Ich glaube, um die geht es am Ende, ne? Die Selbstehrlichkeit zu haben, mal hinzuschauen. Die Selbstehrlichkeit uns schon, also ich nenne es im Feuer stehen, also irgendwo einen Fixpunkt zu finden in deinem Leben. Also für mich ist zum Beispiel, sind das meine nahesten Beziehungen. Die sind für mich so meine Übungsmatte, wo sage ich, hier renne ich nicht mehr weg. Weil ich möchte gerne nochmal sagen, auch wenn das Thema Selbstliebe erstmal so schön klingt, das hat schon auch viel damit zu tun, an bestimmten Stellen unseres Lebens auf Entzug zu gehen. Also wenn ich zum Beispiel gewohnt bin, immer dann, wenn ich mich nicht spüren will, zu essen oder Fernsehen zu schauen etc., das braucht irgendeine Art von Praxis, braucht es, die mir sagt, okay, jetzt an der Stelle, zu der Stunde, höre ich einfach auf damit, egal was ich da erstmal fühle. Genau, man weicht sich selbst aus. Ne? Exakt. Könnte unangenehm werden dann der Punkt. Ne? Also wird was anderes gemacht, umgeschaltet wieder nach außen, essen, irgendwas tun. Ablenken auch. Viele Menschen lenken sich auch gerne ab. Viele Menschen sind der Meinung, mit diesen ganzen Problemen möchte ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja. Ich bleib lieber in der Leichtigkeit und flattere irgendwo hin wieder, bis ich wieder da ankomme an dem Punkt. Ne? Es braucht Mut, glaube ich auch. Ne? Mut, da zu bleiben an dem Punkt, den du beschreibst. Oder? Mut und optimalerweise also einen Schuss Weisheit zu verstehen. Also dass im Endeffekt ich gar keine Alternative habe, als irgendwann zu sagen, ich bleibe jetzt stehen und ich finde mich. Das ist jetzt natürlich was viele schreiben, was viele fordern, finde dich selbst und so weiter. Ne? Wir finden Unmengen an Büchern dazu auf dem Markt. Ne? Nicht nur deine, sondern Unmengen insgesamt. Ja? Der springende Punkt ist eigentlich,
Gibt es eine Hilfestellung für Menschen aus diesem Treiben, aus diesem Ablenken rauszufinden? Kannst du etwas empfehlen? Was ist zu tun? Ein Buch lesen? Ja. Und was ist wirklich ein konkreter Schritt, sich selbst zu begegnen? Also ich begleite ja seit über 20 Jahren Menschen und das ist für mich so eine zentrale Frage, was macht den Unterschied? Warum gibt es Menschen, die haben so einen Stapel Bücher zum Thema Selbstliebe zu Hause liegen, haben die auch alle gelesen und es verändert sich gar nichts? Hm. Warum gibt es Menschen, die hören einen Satz oder eine Frage und dann gehen die los wie eine Rakete? Und also für mich hat es wirklich sehr, sehr viel damit zu tun, irgendwann zu realisieren, dass du stirbst. Also wir sind hier in einer Gesellschaft, die hat das Thema Tod so gut wie komplett verleugnet. Wir schieben auch am liebsten Menschen, die nicht mehr funktionieren. Die älter werden einfach weg, damit wir sie nicht mehr sehen müssen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wir, wenn uns das nicht bewusst ist, dass wir sterblich sind, völlig unsinnige Kompromisse eingehen. Ja. Und ich habe festgestellt, die Menschen, die ich kenne, die ihr Leben leben und die zum Beispiel sagen, okay, also ich sage jetzt mal so, in meinem Buch Heirate dich selbst, allein da stecken Sachen drin, da weiß ich, da habe ich 5 Inkarnationen damit selbst zu tun, um das irgendwie irgendwann mal dann richtig gelebt zu haben. Ne? Und also etwas zu hören ist das eine, es zu verstehen ist nochmal was anderes und es dann aber wirklich zu nehmen und umzusetzen. Ich glaube, dafür ist es vor allen Dingen notwendig, dass du realisierst, wie kostbar dein Leben ist. Ja. Also zum Beispiel allein dieser wahnsinnige Gedanke, ich warte, bis ich in die Rente komme, genau. und dann fange ich an zu leben. Mhm. Wir alle kennen Menschen, bei denen diese Rechnung eben nicht aufgegangen ist, sondern die in die Rente gekommen sind und am nächsten Tag einen Herzinfarkt hatten.